Ihr seid ja lustig heute. Beim Zylonensender. Heute reden wir über The Plan. Das ist eine schwedische Band oder auf Deutsch Der Plan, eine deutsche Elektronikband aus Düsseldorf. Mit dabei sind Phil. Hallo. Und Jan. Der ersten Note. Und Mario. Hi. Und Ben. Hallo. Das L kann ich ja rausschneiden. Das Ben kannst du ja raus. Ich war nur so irritiert, weil Jan schon wieder so geblubbert hat. Ich muss das jetzt mal erwähnen. Jans Mikroqualität ist im Moment nicht die beste, weil er in Quarantäne, nein, er ist nicht da, wo er sonst ist, wenn er podcastet. Ich habe eine billige Internetverbindung momentan. Ich könnte auch mal versuchen, das über das Mobilfunknetz zu machen. Ist vielleicht besser. Ja, nächstes Mal, genau. Nächstes Mal, richtig. Ja, nicht jetzt probieren, Jan. Ach komm, wir sind doch so ein experimentierfreudiger Podcast. Was war denn der erfolgreichste Song von The Plan? The Beginning. Das ist ja kreativ. Ich glaube jetzt einfach mal. Nee, es war einfach der erste Absatz in Wikipedia. Der stand The Beginning. Ja, darüber steht nämlich History. The Beginning. Dann in 1980. Nice. Nee, ist mir nur aufgefallen, als ich nach The Plan gesucht habe, dass es auch Bands mit dem Namen so wild in Englisch als in Deutsch gibt. Aber wir reden natürlich nicht über diese Band, sondern wir reden über Kampfstern. Nein, auch das nicht. Wir reden über Battlestar Galactica. Denn die Serie hat ja keinen deutschen Titel, also keinen deutschen Serientitel. Die Folgen natürlich schon. Und wir reden heute eigentlich eine Special-Folge über den Film The Plan, der aber, glaube ich, auch keinen deutschen Titel hat, richtig? Der Plan? Nee. Ist der übersetzt? Also auf meiner DVD-Blu-ray-Hülle steht The Plan. Nee, ist auch nicht übersetzt. The Plan. Genau. Das ist eigentlich ein Film, der nach Ende der Serie gedreht wurde. Als, wie nennt man das denn? Film? Epilog? Ja, na, keine Ahnung, nein. Irgendwie nochmal, es gibt ja öfter in Serien, dass dann nochmal so ein Film, der eigentlich nicht zur Serie gehört, aber dann nochmal so Aspekte aufgreift, benutzt wurde. Wir haben ja schon Razor geschaut, das war ja ebenso. Und warum wir diesen Film jetzt ausstrahlen, ist, weil der hier gut hinpasst, denn der Film spielt in der Zeit ab der Miniserie, also ab dem Pilotfilm bis Ende der zweiten Staffel. Also bis dann, wenn es nach Neu Caprica geht. Und er versucht, keine neue Geschichte zu erzählen, sondern greift die Handlung dieser gesamten Zeitspanne wieder auf und ergänzt sie aber um die Perspektive der Zylonen. Das heißt insbesondere Nummer 1, also Bruder Cavil. Dazu setzt er explizit auf das Thema auf, was wir in der letzten Episode besprochen haben. Also der Dialog zwischen oder die Dialoge zwischen Cavil und Allen. Und dem Gesichtspunkt, dass eben auch der Fokus auf den letzten 5 liegt, so ein bisschen. Deswegen ist jetzt ein guter Punkt oder eine gute Stelle, an der wir diesen Film einspielen können zwischen den eigentlichen Folgen, obwohl der erst am Ende gedreht wurde, weil der hier sehr gut hinpasst. Man wird nicht gespoilert, wenn man den hier guckt, und er passt halt sehr gut zu der letzten Episode. Und man erfährt allgemein ganz viel über das, was in den vorigen 4 Staffeln passiert ist. Mhm. Und sieht es aus einem anderen Blickwinkel. Was vor allem jetzt mal einen Sinn macht, ist And They Have a Plan aus dem Prolog oder aus dem Vorspann einer der ganzen Folgen. Weil dieser Plan wird ja recht früh auch in dem Film besprochen.
Ich habe gerade immer von Bruder Cavill gesprochen, aber ich habe mir gerade gedacht, das stimmt eigentlich gar nicht. Bruder Cavill ist nur der mit dem Hut, oder? Oder ist der andere auch? Nee, der ohne Hut. Ach, der ohne Hut, weil der hat ja die Kapelle. Der ohne Hut, der auf der Galactica ist. Also doch, der den man sonst immer kennt, das ist Bruder Cavill. Der meistens. Ja, aber der halt mit dem Hut auf Caprica rumlief, das war ja jemand anderes. Ja. Auch eine Eins. Die Wiki hat das ja ganz spannend gemacht. Die hat einfach gesagt, das eine ist Caprica Cavill und das andere ist Galactica Cavill. Okay. Auch gut. Sie nennen sich ja auch beide Brüder. Ja. Ja. Und wie geht das Ganze los? Ach so, noch ein bisschen was. Ja, mit den beiden. Ja, Moment, noch kurz. Regie führte nämlich Edward James Olmos. Und geschrieben wurde das Ganze von Jane Espenson, die wir auch kennen aus vielen Galactica-Folgen. Und die Musik fand ich noch beeindruckend. Ich habe den Abspann deswegen vollständig geschaut. Jan, du sagst schon ja. Hat dir auch gefallen? Hat mir auch gefallen. Auch während des Films habe ich immer wieder gedacht, da ist wieder sehr gut. Sehr gut reinpassende Musik. Ja, und ich habe da auch einen kleinen Ausschnitt vorbereitet. Den spiele ich am besten jetzt gleich ein, weil die Gefahr sonst besteht, dass ich es nachher vergesse. Ich fand insbesondere den Abspann deswegen so faszinierend, weil das ja die normale Melodie und Gesang ist von dem Intro, aber unterlegt mit den Trommeln, die eigentlich danach kommen. Also es hat nochmal so einen ganz eigenen Sound gegeben und das Werk ist auch von Bear McCreary, hat er dafür geschrieben und heißt Apocalypse. Und das Ganze klingt so. Klingt zwischendurch mal so ein bisschen so, als würde das gar nicht zusammenpassen, aber findet sich dann immer so wieder am Ende. Deswegen fand ich das ziemlich spannend. Ja, ist total gut. Also der hat allgemein, finde ich, über die ganze Serie hinweg einfach echt gute Arbeit, richtig, richtig gute Arbeit geleistet, was die musikalische Untermalung angeht. Bear McCreary. Oder Bear, keine Ahnung. Bear, egal. Bear. Keine Ahnung, aber guter Mann. Ja, guter Mann. Guter Mann. Mhm. Gut, aber jetzt können wir direkt einsteigen. Jan, du wolltest schon sagen, es geht los mit. Ja, es geht los mit den beiden Gebrüdern Cavill, wie sie in der Luftschleuse stehen oder in die Luftschleuse reingehen, weil wir wissen ja, das war auch schon recht in der Mitte eigentlich, recht früh in der Serie, wenn Sam und seine Widerständler von Caprica gerettet werden durch die Einsatztruppe. Dann kommt ja auch ein Cavill mit und der wird an Bord vom Chief identifiziert und dann landet er in der Brig und sieht, ah ja, da sitzt ja schon einer. Und dann lassen die beiden auch natürlich ihre Tarnung fallen und werden exekutiert in der Luftschleuse und damit geht das Ganze los. Und dann wird aber direkt auf ein paar Tage vor dem Angriff auf die Kolonien zurückgeschaut, wenn eben die Zylonen sich vorbereiten und dann sieht man auch zwei Cavill. Man weiß jetzt nicht, ob es die beiden sind. Also es war für mich nicht klar, ob die beiden Cavill, die man am Anfang sieht, die stehen dann eben inmitten der fünf. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass der auf jeden Fall nach der Enthüllung der Final Five, also auch nach der Enthüllung von Ellen eingesetzt wird, weil man sieht, die fünf ja in ihren Becken liegen, geboxt und zwei Cavill, die sich eben über Mutter und Vater beziehungsweise Mütter und Väter unterhalten. Und dann geht's los zum Angriff auf die Kolonien und man sieht in dem, ich glaube zum ersten Mal in dem Schnitt auch dieses gigantische Mutterschiff der Zylonen. Ganz am Anfang sieht man das, wie so eine Spinne oder so sieht das aus. Ja. Das stellt die Basissterne locker in den Schatten. Also ist um Magnituden noch mal größer.
man vorher schon mal gesehen, dass diese Basissterne sich auch zusammenklappen können, dass sie nicht in alle Richtungen strahlen, sondern sozusagen Ober- und Unterteil zusammenklappen? Ich glaube, das war da auch das Erste. Und ich habe mich erst gefragt, warum die es machen. Aber anscheinend machen die das, um in die Atmosphäre eintreten zu können, dass sie nicht so einen komischen Luftwiderstand haben. Mhm. Weil dann es machen nicht alle Basissterne, sondern nur ein paar. Und die fliegen dann in die Atmosphäre, wahrscheinlich um dann Bodentruppen abzusetzen oder so. Und das ist ja dann schon, wenn der Angriff in vollem Gange ist und wie der vonstatten geht, wissen wir ja. Wir sehen das aber jetzt, glaube ich, zum ersten Mal, wie es eben auch auf den anderen Planeten wie Picon und so weiter stattfindet. Ja, nicht nur da, sondern überall. Also man hat, glaube ich, in der ersten Episode auch gar keinen Zylonen-Basisstern gesehen, oder? Man hat da nur so ein paar Bomber rumfliegen sehen. Und wir waren in der ersten Episode ja ausschließlich auf Caprica. Jetzt sehen wir ja die anderen Planeten und die anderen Städte. Richtig. Zum Beispiel sehen wir ja auch Ellen, die von einem Cavil begleitet wird. In einer Bar. Recht am Anfang und irgendwie ist immer ein Zylon bei den Final Five in den Momenten, wenn eben die Bomben fallen und der Genozid losgeht. Ich muss eins jetzt ansprechen, und zwar kann es sein, dass es eine riesige Logiklücke ist. 2 Wochen vor dem Angriff auf die Kolonien wurden erst die letzten 5 runtergeschickt. Aber Tai spricht mit Adama jetzt mal so, als würde er sich schon seit Jahren kennen. Das stimmt. Und ich glaube, in der Serie wird schon gesagt, ja, seit Jahren arbeiten wir schon zusammen, bla bla. Natürlich. Und jetzt stand er 2 Wochen davor. Ist das nicht irgendwie so ein so ein Fehler? Oder keine Ahnung. Das ist aber nicht so. Dass es ein Fehler ist. Ist das so? Ich habe das gar nicht so. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Mhm. Das ich stand schon. 2 Wochen, aber ich genau. glaube. Nein, aber nicht, dass sie nee, 2 Wochen vorher runtergeschickt haben. Die Szene war. Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, Mario meint halt weiter, die Leute in den Wannen liegen. Ne? Ja, aber ja, genau. Nee, die liegen aber da. Das sind ja leere. Das sind richtig. Ja geboxte Modelle der Final Five. Und die Kevin sagt ja auch, es ist doch grausam, die noch am Leben zu lassen. Ne? Ja, und es ist auch richtig so. Also der hat die schon vor langer Zeit dahin geschickt, aber wenn sie sterben, kommen sie quasi, würden sie dann da wieder aufwachen. Was aber ja mit Ellen auch passiert. Auch, ja, deswegen, nee, das passiert ja erst später, genau. Und deswegen, glaube ich, auch wurde immer ein Zylone dahin geschickt und Kevin selber will zum Beispiel bei Ellen sein, dass er auch aufpasst, dass sie überlebt, weil er sie noch weiter aus seiner Sicht auf jeden Fall weiter leiden lassen möchte. Okay, na, ich habe immer nämlich angenommen, dass Kevin halt einfach diesen Mutterkomplex hat und Ellen halt für alles verteufelt und dass halt nur ein Körper für sie bereitstand. An die anderen habe ich gar nicht gedacht. Okay, na gut, dann ich ziehe wieder meine Frage zurück. Dann passt es doch wieder. Ich dachte, du wolltest das ansprechen, was mich viel mehr schockiert hat. Oh je. Dass es hier auf einmal ständig Brüste zu sehen gibt. Und Penisse. Das wollte ich später ansprechen. Das gab's auch noch nie. Und ja, freizügig waren die auf jeden Fall mit dem Film. Ja, und in der Bar. Kevin hat öfter Sex als Starbuck manchmal. Der hat schon so oft Sex gehabt in der Serie. Ja, aber sonst war das in der Serie doch immer No-Go, Leute nackt zu zeigen, oder? Ja, vielleicht weißt du jetzt, wie dich ein Film war oder wurde direkt veröffentlicht. Habe ich in dem Waschraum auch schon immer Nackte gesehen? Nee, aber du hast nie was gesehen. Ach so. Nee, da war immer irgendwas. Ja, du hast nie Ärsche gesehen. Aber vielleicht hat Adama ja auch gesagt, ich führe nur Regie, wenn ich auch nackte Leute zeigen darf. wenn ich auch mal nackt sein darf. Oh nein, bitte nicht. Adama. Ja, aber Mario, das habe ich auch gesehen. Also erst filmt er voll auf die Brust und wenn er dann so wegzoomt, nochmal voll auf den Schwanz. Ja, aber schon, oder? Das ist so, und den Typen hast du gleiches Recht für alle. Einstellungen nackt gesehen. Seitlich, von hinten und dann mit Zoom. Aber Frack sagen sie noch, nicht Fuck, oder? Ja.
Ja, das wird ist, glaube ich, einfach fest etabliert, als das ist der hier gängige Begriff. Ja, wir können ja mal... Ja, ganz kurz noch. Ich versuche schon die ganze Zeit nochmal auf diese Badewannenszene am Anfang zurückzukommen. Das ist ja wirklich schon genau der Anknüpfungspunkt auf die letzte Folge. Dass er mit denen da jetzt so, oder die beiden mit denen da so reden. Das geht ja genau um das Thema, was in der letzten Folge uns erzählt wurde. Von Cavill und von Alan. Und es fasst ja auch all das zusammen, was wir gelernt haben, dass eben die Modelle geboxt wurden von ihren eigenen Kindern. Sozusagen. Die haben die ja erschaffen und dann hat irgendwann Cavill ja alle geboxt und wir haben es nur gehört und jetzt sehen wir es, wie die geboxten Modelle da liegen. Ich fand es interessant, wie er sie so abgezählt hat, wie sie liebt mich nicht. Also Mutter, Vater, Mutter, Vater, Mutter, Vater. Musstest du zwischendurch was trinken? Nee, oder ich habe einfach gedacht, sagt jetzt jemand. Achso, ich dachte, dein Internet ja, kommt wieder. Nicht, nee. Die erste Szene ist ja dann so mit auf Caprica tatsächlich, wenn Caprica und Balta miteinander reden. Balta in seinem hübschen Schlafanzug. Was ein hässlicher Anzug. Das ist aber sehr schön gemacht, man kennt die Szene ja schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die sich genauso unterhalten haben, aber ungefähr die Szene kennt man und dann dreht sie sich von ihm um und direkt Cavill steht direkt hinter ja, ihr. Ja, das fand ich gut so, ich muss weg, ich muss doch jemanden treffen, genau. Ich drehe mich mal um. Oh, hallo. Das geheime konspirative Treffen der Zeitung. Ich hab's nicht gewartet. Ich finde das generell in dem Film so toll, wie sie Szenen aus der kompletten Serie reingeschnitten haben und das verbindet sich nahtlos und auch diesen schönen Wandel der Charaktere kriegt man natürlich aber auch nur mit, wenn man die Serie kennt. Also meine Freundin hat mitgeguckt und die hat halt davor jetzt keinen Bezug wirklich zur Serie gehabt und die meint, ich bin so verwirrt, was ja auch klar ist, wenn man einen Film guckt, der zu einer Serie gehört und nach der Serie veröffentlicht wird. Weil ich nur sagen will, jetzt in der Szene fand ich so wunderbar diese Überheblichkeit von diesem vollkommen von sich selbst überzeugten Balta auf Caprica. Und in was für einem Kontrast sie eigentlich zu dem Balta steht, wie wir ihn in unterschiedlichen Situationen jetzt nach und nach kennengelernt haben. Sehr cool. Und das sieht man auch dann bei anderen Charakteren. Ich weiß, was du meinst, aber Überheblichkeit ist, glaube ich, kein Kontrast. Die ist nach wie vor da. Aber nee, finde ich nicht. Die ist nicht so da wie da am Anfang. Selbstsicherheit ist nicht mehr da. Ja, aber wenn er sagt, ach ja, du hast ja auch ein bisschen was gemacht. Ah ja, gut, du hast ein bisschen mehr was gemacht. Aber er selber ist der Größte und das, was die Six eben da gemacht hat, ja, das wird ihr in der Zukunft verhelfen, wenn er mal ein gutes Wort einlegt. Was eben noch immer so sein Charakterzug ist, wenn sie sagt, ich treffe noch jemanden, sagt er direkt, ja klar, ich treffe auch noch jemanden, rein beruflich. Und aber die ist viel hübscher als die Person, die du triffst. Ja, eben. Mag sein. Ja, aber stimmt, ich fand das auch nett, hier nochmal so im Zeitraffer von verschiedenen Charakteren, die Entwicklung sich einfach nochmal mit anzuschauen. Auch wie die gealtert sind. Tatsächlich, also Verlauf der Serie. Hat mich auch an ein paar Stellen gewundert, weil das ja gar nicht so lange ist, oder das sind ja nur 4 Jahre. Oder 5. Gerade bei Adama selber war das ganz deutlich sichtbar, finde ich, dass er den für die frühen Szenen irgendwie nochmal extrem, das sah der extrem jünger aus. Mhm. Ja, und der Chief auch, wenn eben die Galaktika ja die Meldung kriegt von dem Angriff und er sagt, okay Leute, wir müssen jetzt hier alles freiräumen, der sieht dann noch so jugendlich aus. Wird auch ein bisschen schlanker. Aber das ist jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber ist ja auch egal. Apollo taucht den ganzen Film über nicht so wirklich auf, oder? Gibt einmal eine Szene, wo er mit diesem Raumanzug steht, ja. Oh ja. Ja, und dann später mal noch, als auf den alten Adama geschossen wird, steht er im Hintergrund. Genau. Aber das war ja eine alte Szene. Bei dem anderen weiß ich es nicht. Aber wahrscheinlich war es auch eine alte Szene, weil sie hätten ihn bestimmt nicht für diesen einen Shot
rausgesucht, aber das können wir ja gerade nachgucken, wer da mitgespielt hat. Also zwei Szenen erinnere ich mich. Ja, wahrscheinlich hat er einfach gerade irgendwas anderes gedreht. Es war ja beim letzten Film auch schon so, dass da nur 3-4 Leute wirklich mitgespielt haben aus der Stammbesatzung. Ja, Billy hat man auch nicht gesehen in dem Film. Stimmt. Ja, der ist noch immer beschäftigt. Oder war? Ja. Dean Stockwell, Michael Trucco, Grace Park, Michael Hogan, Aaron Douglas, Callum, Keith Rennie, das ist Dingens, Kate Vernon, die oben ist das. Die oben, genau. Oder? Ricky Worthy, das sind alles Stallone, Simon Nadal, nee, der ist nicht dabei. Also das war auch eine reingeschnittene Szene. Also es gibt ja Sachen, die werden aufgelöst, es gibt Sachen, die sind neu und es gibt Sachen, die dienen nur der Auffrischung der Erinnerung. Also eine Auflösung ist eben wie die Schläferin Boomer immer wieder aktiviert und deaktiviert wird oder sich selber aktiviert und deaktiviert. Weil sie sagt ja später, sie hat sich dann irgendwie in Art Centurio-Programm zurückgezogen oder so, dass sie eben nur noch agieren kann und nicht mehr weiß, dass sie quasi eine Zylonin ist. Das sieht man, wenn sie, also der Bruder Cavill kommuniziert jetzt zu ihr durch so einen Holzelefanten. Und also das ist ja so, der tote Briefkasten, komm, sprich zu, mal mit mir. Und das habe ich nicht kapiert. Wenn der sie ruft den bei sieht, ihr ja auch ganz viel wach. Wenn sie den sieht, dann ist sie ihn zu lohnen, oder was? Ja, dann wird sie, dann so habe ich es verstanden, als sie ihn das erste Mal auf dem Kopfkissen liegen sieht, wird irgendwas aktiviert. Und dann sucht sie ihn ja auf. Und er gibt ihr ja einen Auftrag, Ultimato, den alten Mann zu töten. Und vorher sabotiert sie ja die Wassertanks, sitzt dann ja so nass in irgendeinem Kabuff und schaltet sich ja irgendwann kurz in Standby. Und dann fängt die Szene, die wir früher aus der Serie kennen, an, wenn sie eben in diesem Kabuff wieder zum Bewusstsein kommt und vollkommen verwirrt ist. Ja, aber also diese Bipolarität von sie weiß es eigentlich und dann weiß ich es wieder nicht. Was wir jetzt aber erfahren, ist, dass ja auch da Cavill genau davor mit ihr in dieser Situation gesprochen hat. Ja, das meine ich, neu. Das meine ich ja. Also wir wissen jetzt eben, wie ihr die Befehle gegeben wurden, was zu tun. Ja. Das wussten wir vorher nicht und das ist ja auch der Plan. Der große Plan ist ja, den Cavill ausheckt, der ist ja an Bord der Galactica und das ist was richtig schief gegangen, denn was er nie geplant hatte, ist, dass Menschen überleben. Das sagt er ja auch, als gefragt wird, was ist denn der Plan? Und dann sagt er, der Plan ist, dass vorgestern alle draufgegangen sind. Ja. Das ist leider nicht passiert. Und das fängt ja an damit, dass er im Plan seinen Leuten kommuniziert, indem er ja überall in diese Zettel aufhängen lässt. So, es gibt einen Plan, kommt und seht mich und er tarnt sich halt als Priester, ne, dass auch Leute kommen können, die keine Zylonen sind. Den kaut er vielleicht oder lässt sie einfach vor sich hin erzählen und nickt ein paar Mal und sagt, ja, mein Sohn oder ja, meine Tochter. Aber wir sehen da ja wirklich, dass sich die Zylonen an Bord der Galactica mehr oder minder vielleicht organisieren in ihrem kleinen Tempel. Und das ist was wir auch vorher nie gesehen haben. Und ich finde es auch gut, da zu sehen, wie Cavill, also ich finde sowieso, der ganze Film sind irgendwie so Cavill-Festspiele. wie er die ganze Zeit mit denen, der geht mit denen immer um, wie mit so ein, keine Ahnung, wie mit Kindern oder, also der vermittelt die ganze Zeit so dieses, oh, ohne mich würde ja gar nichts funktionieren. Also der hat schon, der hat auch da die ganze Zeit so ein bisschen, als wäre er der Lord. Ich meine, er ist wahrscheinlich auch nicht ohne Grund die Nummer 1. Jo. Aber die müssen sich ganz schön viel gefallen. Also wenn das bei mir auf der Arbeit so laufen würde, dann würde ich, glaube ich, nach dem zweiten Tag sagen, okay, ich suche mir was Neues. Das habe ich eben auch gedacht, nicht? Weil diese Autorität, die der allen anderen Modellen in diesem kleinen Zirkel gegenüber ausübt, die stand für mich jetzt im Kontrast zu diesem Demokratieverständnis, was die Zylonen unter sich hatten.
Weil ja, er sagt ist ja aber auch eine andere Art von Autorität, als sie Adama zum Beispiel hat. Es ist ja nicht so dieses väterliche und ihr vertraut mir und ich treffe die richtigen Entscheidungen, sondern der drückt denen ja die ganze Zeit blöde Sprüche. Ja, dieses autoritär väterliche, so ich bin nur in dich enttäuscht oder du enttäuschst mich eh nur so und so quasi, weil wenn Simon sagt, Simon ist ja, ich glaube, eine Nummer vier, die in der Flotte ist. Und der Arzt, ne? Genau. Genau, der Arzt und er folgt diesem Ruf, in die Kirche zu kommen, ja nicht. Daraufhin sucht Cavill ihn ja auf und nötigt ihn, sein Schiff in die Luft zu sprengen, weil er ist irgendwie Captain oder so auf einem anderen Transporter. Oder ist halt lebt auf einem anderen Schiff auf jeden Fall. Und den drückt er wirklich zu dieser Entscheidung. Also er lässt keinen Widerspruch gelten. Genau das Gleiche mit, ich glaube, der Nummer 2 oder so, wie halt dieser Reporter war, der sich ja irgendwann in die Luft gesprengt hat. Ja, der ist ja unglaublich frustriert die ganze Zeit davon, wie arg die sich teilweise auf die Menschen einlassen und irgendwie sogar anfangen, Mitgefühl zu empfinden. Deshalb beobachtet er ja auch die Final Five immer so genau. Ja. Und da wäre die Reaktion von Adama, denke ich, eine andere gewesen. Ja, natürlich. Der würde nicht einfach nur sagen, seid ihr eigentlich alle völlig bescheuert? Jetzt lass mal unseren Völkermord hier ordentlich zu Ende bringen. Ja, das glaube ich wirklich frustriert, weil sein Plan hat schon mal nicht funktioniert. Es gibt noch immer Menschen und die anderen Zylonen, was machen die? Natürlich. Also, ja, der ist halt die Art von Chef, die komischerweise immer nur von unfähigen Idioten umgeben ist und Fehler sind immer nur die Schuld von den anderen. Ganz komisch ist das. Und das andere Beispiel ist ja, wenn er die Brillen 6 einfach Luft schleust und sagt, hier, überbring mal unsere derzeitigen Koordinaten, wo ich dachte, woher kennt die denn die Koordinaten? Ja, na, ist ja auch das egal. Sieht die ja das dann, wenn die draußen ist. Das, ja, ich glaube, das lässt sich ja irgendwie rausfinden, wenn du auf dem Schiff bist. Ja, aber er bringt ja durch seine falsche, nennen wir es mal Führung, einen seiner Mitstreiter nach dem anderen eigentlich um. Bringt sie in Situationen, wo sie keine Lösung mehr sehen. Die kommen ja wieder zurück. Nö, Simon nicht. Ja, gut, ja. Aber er hätte das ja schon auch einfacher haben können. Er hätte sich ja auch einfach selber Luft schleusen können und dann, wenn er wieder bei der Flotte ist, hätte er ja sich auch selber drum kümmern können, wo die jetzt hinspringen müssen, um die Galaktika zu zerstören. Das stimmt, aber er hat unglaubliche Angst vorm Sterben. Das stimmt. Und? Ich wollte noch eine Frage stellen zu Simon. War der eigentlich in der richtigen Serie überhaupt da auf dem Schiff? Also hat man das auch gesehen, dass er sich irgendwann umgebracht hat? Ich glaube, den hat man vorher gar nicht gesehen. Ja, der war nur auf genau, auf genau wie diese auf der Farm Technikerin, war das oder? Ja, genau. Ja, da gab es auch den Überraschungsmoment mit Starbuck. Genau. Ja, aber die Frau von ihm jetzt in dem Film, die ja Technikerin beim Chief ist, die kennt man die? Ja, aus dem Pilotfilm. Ja, okay, die waren eigentlich in dieser Gruppe, die an Bord des Raptors gegangen ist, als Hilo zurückgeblieben ist. Okay, also man kennt sie vielleicht auch aus den, weil sie tritt ja ganz am Anfang in der Szene auf, wo Boomer und der Chief eigentlich miteinander rummachen wollen, aber geht ja, nicht, aber sie war noch kein richtiger Charakter. Nein, ich glaube, sie das war stimmt, nur das stimmt, ein Stand-in im Hintergrund. Und wird wahrscheinlich auch kein richtiger Charakter, weil der Film nach der Serie gedreht wurde. Die haben sie aber wahrscheinlich auch, die haben sie aber, glaube ich, auch gut eingebaut. Wieso sage ich denn, glaube ich? Ich finde, die haben sie auch gut eingebaut, weil die Szene, dieses Gespräch nach dem Tod, das bindet oder knüpft ja dann genau an diese Priesterbesuche von dem Chief an, weil er sich doch da irgendwie umbringen will. Oder dann gibt es doch diese Szene, wo er sich da runterstürzt und das beschreibt sie ja gerade da. Also das ist auch wieder gut verknüpft, finde ich. Übrigens, Fun Fact, sie wird gespielt von der Ehefrau von Edward James Olmos. Oh. Ach. Okay, die ist ja mal, die ist dann ja gerade mal, weiß ich nicht, 20 Jahre jünger als er, oder? Ja, eben, also von da ist ja alles gut.
Und, wow. Und dann muss ich mich jetzt fragen, war das dann Buddy-Double in der Sexszene mit Simon oder nicht? Da er Regie geführt hat. Er selber. Und jetzt pack sie. Mach es so. Oh, ja. Okay, so 20 Jahre jünger siehst. Wiederholung 18. sie ist übrigens 31 Jahre jünger als er. What? Ist das die Mutter von Hotdog? Was, nochmal? Ist nicht die Mutter von Hotdog, oder? Sie ist bestimmt genauso alt wie Hotdog. Das könnte gut sein. Nenn mich Stiefmutter. Nee, keine Ahnung. Ich finde, man kann den Film sehr gut zusammenfassen. Dass einer versucht, den Plan noch auszuführen, alle anderen aber dem Chef entgleiten, weil sie einfach Gefühl entwickeln oder weil sie ein Leben aufgebaut haben. Das sieht man beim Simon eigentlich am besten. Er hat ja, man sieht schon am Anfang des Films, wie er seine Stieftochter rettet beim Angriff. Und er hat eine Familie schon aufgebaut, schon davor hat er geheiratet, er hat ein Leben aufgebaut. Und das, was Ellen gemeint hat in der Serie zu Cavill, ja, das sind Gefühle und das alles, und das will Cavill eigentlich nicht haben. Er hasst das ja alles und er kann nicht verstehen, wie man das... Das kann ja nicht funktionieren eigentlich. Er hasst er so sehr, Maschine. Dass er nicht verstehen kann, wie man Gefühle hat. Oder was Liebe ist und wieso lieben die sich auf einmal. Ja, er will es beweisen, dass das nicht so ist, wie Ellen es halt haben wollte. Ja, ja, und am genau, Ende ist es doch so, dass Ellen gewinnt gegen Cavill und er will es aber nicht einsehen. Ja, das ist halt so der Typ. Nicht ein Geisterfahrer, Hunderte. alle um ihn rum merken es irgendwann und er zieht einfach weiter stur seinen Stiefel durch. Wobei ja auch nur einer von, also ein er. Also man hat ja schon am Anfang, stehen die ja schon in der Luftschleuse, der mit dem Hut und der ohne Hut. Und der mit dem Hut ist ja schon anderer Meinung. Und wie der anderer Meinung wird, das lernt man ja kennen im Laufe des Filmes. Nämlich durch die Gespräche vor allem mit Anders, glaube ich. Also der ist ja, der mit dem Hut ist ja auf Caprica in dem, im Wald, in dem Camp mit den, wie heißt das Spiel? Pyramid, genau. Pyramid, ja. Und da fand ich auch sehr cool, wie da aufgeklärt wird, wie hat sich überhaupt diese Distanzgruppe überhaupt gebildet, dass sie im Trainingscamp waren, irgendwo im Wald mit der ganzen Pyramid-Mannschaft und daraus entstanden dann diese Widerstandszelle ist. Das wusste man ja schon, aber jetzt hat man es halt gesehen. Ja, ja, das meinte ich damit. Und also, dass man wirklich gesehen hat, wie sich Sachen entwickeln oder wie zum Beispiel Ellen an Bord der Flotte gekommen ist. Weil wir haben ja immer gedacht, was für ein Zufall ist das denn, bitteschön? Bei so vielen Dingen, also ich habe auf jeden Fall bei so vielen Dingen immer gedacht, das ist jetzt aber ein großer Zufall. Oder auch, wow, das ist ein großer Zufall, dass so viele oder dass alle Final Five an Bord der Flotte sind. War es womöglich gar nicht. Jedenfalls nicht bei allen. Bei Ellen war er ja explizit deshalb, um ihre Reaktion mitzubekommen, während er die Menschheit auslöscht. Ja, aber er hat sie dann auch weiter am Leben gelassen und sie die ganze Zeit begleitet, bis sie wieder an Bord der Flotte ist. Und er hat sie ja auch die ganze Zeit zugeredet. Er hat ja kein Blatt vor den Mund genommen, in dem Wissen, dass sie in ihrem schwer verletzten Zustand keinen Sinn aus seinen Wörtern machen kann. Aber sowohl Ellen als auch Anders haben im Moment des Angriffs, und da hat es für mich persönlich viel zu spät natürlich Klick gemacht, als sie dann sagten, dass es alles schon mal passiert, dass sie sich in dem Moment eben daran erinnert haben, wie es auf der Erde passiert war, bevor sie dann geflohen sind. Und dass sie das damit meinen, dass es alles schon mal passiert, damit meinen sie ja den Angriff auf die Erde damals. Genau, und wo dann quasi ihre Überreste gefunden wurden. Ja. Auf die eine oder andere Art. Gerade ganz am Anfang vom Film kommen sehr viele Special Effects, finde ich. Die zwar zum Teil... Ja, und man sieht jeden Einzelnen davon. Wie meinst du, man sieht jeden Einzelnen davon? Naja, von wann ist der... Also ich finde, man sieht
die CGI halt sehr deutlich. Ja, das stimmt. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Gerade als irgendwo gibt es so eine Szene, wo so Wasser spritzt, das sieht ziemlich schlimm aus. Aber ich fand das insgesamt, fand ich das trotzdem sehr schön. Also das, ich habe da schon so ein bisschen Babylon 5 wiedererkannt, obwohl die natürlich noch viel besser waren als bei Babylon 5, aber sie sind heute nicht mehr zeitgemäß und wahrscheinlich ist es für den Film auch noch mal billiger gewesen. Das ist ja auch okay. Ich finde es ja auch schön, dass sie das genutzt haben, was halt zu der Zeit möglich war, um die Welten da ein bisschen größer zu machen. Genau, ich fand das schon sehr gut, das, was die hier aufgefahren haben an visuellen Effekten, da gerade am Anfang. Mhm. Auch mit den Atombomben, wie die da sich ausgeklappt haben und was weiß ich alles. Ja. Ich fand es schön, dass man die ganzen Kolonien gesehen hat, wie sie ausschauen und was sie ausmacht. Zum Beispiel Pico-Nisla, die Hafenstadt zum Beispiel, also der Hafenplanet oder so. Richtig. Sie haben ja da ganz viel gezeigt auf jedem Planet. Ja, das fand ich sehr schön gemacht. Und dann zwar immer so ein Vorher-Nachher, gell? Erst hat man das noch normal gesehen und dann plötzlich mit Feuer und so. Das fand ich cool. Und die, jetzt habe ich vergessen, wie heißen die alle steuert? Der Hybrid. Die Hybride. Ja, wie die wirklich jeden Planeten erwähnt und auch, ich weiß nicht, Wahrzeichen, aber halt, das habe ich mir jetzt gemerkt. Der eine Planet war, ich glaube, Gemini, der Richterplanet, ja, halt das irgendwie, der Gerichtsplanet. Ja, ja, oder das fand ich sehr schön. Bei Picon hat sie ja gesagt, die Strände von Picon brennen, die Wälder von. Genau. Ich glaube, irgendwas brennen und so weiter. Alles brennt. Ja, fand ich auch cool, wie der Hybrid das zusammengefasst hat. Und so klar, man hat es jetzt endlich mal verstanden. Weil sonst versteht man ja nicht nie. Ja, das waren auch die einzigen Sätze von dem Hybriden, die bei mir irgendwie was hinterlassen haben, ab bei allem anderen. Ich habe nicht mal versucht, daraus irgendwie bei mir was Sinnvolles zu ziehen. Bisschen hat man verstanden, dass jetzt über den Angriff gerade spricht, also noch sprechen wird, was jetzt passiert. Ja, okay, da war noch so ein bisschen so, mit, aber ich greife jetzt auf das Verteidigungsnetzwerk dazu, ja, und Handshake und ja, okay, aber dann war doch schon wieder sehr viel Gibberish zwischendrin. Genau. Danach ist sie durchgedreht. Super gemacht, Kevil, wegen dir. Also Kevil hat ja immer versucht, so auf die verschiedenen Final Five mit denen zu interagieren, um ihr Leid auszukosten, so. Das war ja auch und so auch, ich glaube, er hat auch die ganze Zeit drauf gehofft, dass sie endlich einsehen, dass er recht hat, dass sie gelernt haben, durch die Strafe unter den Menschen zu leben, wie schlimm das alles ist und dass sie aber alle das eigentlich irgendwie ganz geil finden. Ja, damit hat er nicht gerechnet. Das macht ihn halt auch richtig fuchsig, weil die einfach nicht bereit sind, die Wahrheit zu akzeptieren. Dabei hat er seine Wahrheit so oft gesagt. Naja, das macht den einen fuchsig, aber den mit Hut, Dem macht es nachdenklich und der akzeptiert das ja dann. Ja, aber ich glaube, der eine, der wird ja geboxt. Ist für die Cavils repräsentativ. Genau, ja. Und was ich dann halt an diesem Gedankengang bis nicht ganz verstehe, ist, wenn er ihre Erinnerungen löscht und dann schickt er sie in ein Menschenleben und sie erfahren eben das Menschenleben so, wie es ist, ohne es mit etwas anderem vergleichen zu können. Wisst ihr, was ich meine? Ja. In seinem Kopf muss, glaube ich, völlig klar sein, diese menschliche Existenz ist so erbärmlich und das ist alles so minderwertig, dass man das ja einfach begreifen muss. Und ja, aber er kennt eine Zylonen-Existenz und kann es miteinander vergleichen. Und wenn du eben ein Hund bist und kein Mensch, dann kannst du nicht die ganzen schönen Essenssachen essen, aber du gehst auch nicht arbeiten. Aber als Hund bist du einfach auch fucking glücklich, glaube ich. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber dieses Zugeständnis an eine andere Perspektive, das findet bei ihm einfach nicht statt. Das also stimmt, überhaupt, ja. der für den existiert die Möglichkeit gar nicht, dass jemand diese menschliche Existenz irgendwie zufriedenstellend finden kann, weil das ist doch offensichtlich, dass das alles unglaublich minderwertig und guck mal, diese Fleischkörper und die zerbrechen so leicht und ist es auch für alle anderen Zylonen bis auf ihn, they had a plan and they changed the plan. Nur für ihn ist das eben nicht möglich.
eben finde ich schön, wie du es gesagt hast, aus Mangel eben, dass es nicht schafft, eine andere Perspektive einzunehmen. Ja, ich glaube, das nennt man Empathie, was ihm da ein bisschen abgeht. Willst du etwa sagen, das ist ein Psychopath oder Soziopath? Ja, was jetzt? Nee, das sind viele sehr erfolgreiche Leute, deswegen kann das gut sein. Und ja, aber die sind doch, glaube ich, extrem gut darin, sich in andere Leute reinzusetzen. Die sind extrem gut darin, so zu tun, als könnten sie das, weil die haben ja keine Empathie. Die können ja gar nicht. Aber die können doch akzeptieren, dass es, also um andere Leute zu manipulieren, musst du dich doch in ihre, aber das kann er ja nicht. Oder? Verstehe ich da was falsch? Ja, nee, das stimmt. Aber kann ja nicht. Ihr habt recht. Also jetzt, ich glaube, dass zum Beispiel unter den Professoren ein sehr hoher Prozentsatz an Soziopathen lebt. Danke, dass du uns recht gibst. Das haben wir gesagt. Danke, Professor. Danke. Nee, ich flüstere nur, weil ich ja in der akademischen Welt bin. Nachher zerschieße ich mir damit, obwohl es wäre lustig, wenn irgendein Professor, bei dem ich mich mal bewerben würde, unseren Podcast hört. Den Podcast hört. Ja. Nee, unter Professoren herrscht ein hohes Maß an Soziopathen. Das kann man wohl unterstreichen, so ein Statement. Ich glaube, in vielen. Oh, ich glaube, sie haben ihn gefunden. Ich glaube, sie haben ihn gefunden. So von hinten so eine Gitarrenseite um den Hals. Nee, in dem Fall eher ein Vorlesungsskript. Einmal ordentlich über die Birne gehämmert. Klang aber wie eine Gitarrenseite um den Hals. Es ist immer eine Klavierseite, Mann. Ja, sorry, eine Klavierseite. Aber eine Stahlgitarrenseite geht doch auch. Geht bestimmt sogar eine Nylon-Gitarrenseite. Bestimmt. Okay, zurück zu Lost. Nein. Wir können noch mal ganz kurz auf die verschiedenen Begegnungen mit den Final Five eingehen, finde ich. Das gibt noch mal so ein bisschen Struktur, um alles so ein bisschen zu grob abzuklappern, wobei ja gar nicht mit allen Verbindungen sind. Ich glaube, manche können wir ganz einfach abhaken, zum Beispiel Tai. Da gibt es fast keine Verbindung, oder? Ja, ich glaube, da passiert noch am meisten ganz am Anfang, als der Tai-Körper im Tank liegt. Ja. Genau. Also mit dem eigentlichen Teil. Genau. Ja. Der bei Troy auch kaum. Da sieht man nur am Anfang, wie sie verunglückt mit dem Auto beim Angriff. Und dann hinterher steht sie da immer. Da war ich sehr überrascht, dass sie das überlebt hat. Da hatte ich irgendwie so ein bisschen Flair von Independence Day, wenn die aus dem Auto kriecht. Das hat mich so ein bisschen an. Zylonenkörper. Das fand ich auch so cool, wo die Six sagt, sie hat versucht, sich gegen Balter durchzusetzen. I pushed him. Und wenn Campbell das sagt, if you pushed correctly, you would have flown through the wall. You pushed him. So, das sind die beiden. Dann der Chief. Da gibt es eigentlich nur den Kontakt über diese Priestersitzungen, die wir schon kennen. Tatsächlich. Ja. Aber das sind tatsächlich alles Sachen, die wir schon kennen, wo man noch mal so ein bisschen was hinzugepackt hat und Dinge, die wir noch gar nicht kennen oder zumindest nur aus Erzählungen kannten, noch nicht gesehen haben, sind Alan und vor allem Anders. Die beiden. Ja, ich sollte vielleicht noch dazu sagen, dass eigentlich nichts geplant war von den Treffen. Weil Cavill wollte ja nicht nur bei Alan sein. Ihm war ja Alan wichtig, glaube ich. Weil das mit Anders, das war ja nur Zufall, dass die sich dann begegnet sind. Das stimmt. Das mit Chief genauso, weil der Chief hat ihn ja treffen wollen und nicht umgekehrt. Und genau. Tori hat man sowieso vergessen. Ich glaube, er sagt sogar zu den anderen Zylonen irgendwas, was für ein wilder Zufall. Alle bis auf einen der Final Fünf haben sie in die Flotte geschafft. Ja. Und Ellen haben wir ja eigentlich jetzt auch schon abgehakt. Also war, dann zieht er sie aus den Trümmern und bringt sie an Bord dieses Schiffes, von wo sie irgendwann von Adama dann zurück auf die Galaktika gebracht wird. Da fand ich cool zu sehen, dass es so zivile Rettungsraptors gibt. Nach den Angriffen so viele Raptor durch die Städte geflogen sind, auf der Suche nach Überlebenden. Das fand ich cool. Ja, das spielt auch wieder gut eben in das rein, was wir vorhin schon angesprochen hatten, dass einfach so kleine Szenen immer wieder mal eingebaut hat, um zu zeigen, dass auch außerhalb der Galaktika da noch einfach ganze Welten waren und dass da Dinge passiert sind. Und auf allen Welten Brüste. Und auf allen Welten Brüste, ja. Mario, du hast ja eben schon angesprochen, wie hat denn der
Anders den Chief getroffen. Auf der Galaktika. Aber ich glaube, du meintest Anders den Priester. Ich meinte Anders den Priester, richtig. Den Chief hat er, glaube ich, auf der Galaktika zum ersten Mal getroffen. Ja, du hast recht. Richtig. Reden wir nur noch über Anders und den Priester. Und nennen wir ihn ab jetzt den Priester. Erwähne vielleicht auch noch, dass der Simon, also die Nummer 4, der Dr. Zylon, in Anders Team ist. Er ist nämlich der Team-Doktor. Das heißt, die sind schon, die kennen sich schon länger. Genau. Eigentlich war das echt lustig mit der Begegnung. Und zwar siehst du die Anzug-Zylonen, ich nenne es jetzt so, weil die tragen immer einen Anzug. Welche Nummer ist das? Weiß ich jetzt nicht. Der Reporter. Auf 2. Der Reporter. Gut, der Reporter eben. Und die mussten halt viele Leichen gerade beseitigen, haben sie eine Grube werfen müssen. Und Anders und sein Team haben das halt entdeckt und haben halt zugeschaut. Dann sind sie draufgekommen, ah, die schauen jetzt auch aus wie wir. Scheiße. Und hinterm, und neben dem Bagger ist dann Carrie gestanden, man hat sie nicht gesehen. Und dann haben sie das Feuer eröffnet, die haben halt die ganzen Reporter zu Lohnen umgebracht. Und was macht natürlich der Kevin, um zu überleben? Er schmeißt sich einfach in die Grube und dann schreit er immer, Hilfe, Hilfe, ich lebe noch, ich lebe noch. Und die glauben natürlich, weil die haben jetzt so gesehen, dass der Reporter Zylon halt ein Zylon ist, aber Kevin war halt alleine übrigens. Nummer 5 lebt. Nummer 5, okay. Nummer 5, ja. Nummer 5 wird ordentlich abgeknallt. Oft, ja. Oder explodiert einfach. Ja. Aber haben die irgendwas verbrochen, dass die Toten verbrennen müssen, die armen Schweine? Ich glaube, Kevin mag die Reihe gar nicht. Er hat auch schon den auf der Galaktika irgendwie fertig gemacht. Ja. Weil der Anzug. Ja, er hat einen roten Anzug, ich habe einen grünen. Wir schauen nicht gleich aus. Ja, und dann sagt er ihm, wie wär's, wenn du diese Weste trägst und gibst ihm ja diese Sprengstoffweste. Dann sagt er noch, es ist eine Selbstmordweste, wobei ich den Begriff eigentlich unpassend finde, weil sie verdeckt die ganzen Morde, die dabei passieren. Ich glaube, man hat schon was gegen ihn, deswegen. Weil es ist eigentlich schon cool, weil die fragen sich ja dann eh, warum müssen die das machen und nicht die Centurios? Das habe ich mich auch gefragt. Also ich glaube nämlich wirklich, dass man ihn nicht mag. Und so haben sie sich halt getroffen das erste Mal und wurde aufgenommen halt in deren Camp. Dann trifft Kevin halt dann auch auf Simon und die machen sich halt aus, dass sie jetzt eher aus dem Weg gehen, den anderen, damit es nicht so auffällt, dass die sich jetzt halt kennen. Und ja. Ja, und was ich da noch interessant finde, ist, dass man hat in der Originalserie den Cavill, der ist einfach, irgendwann stand der einfach da. Und zwar in diesem Gefecht hinterher, mit, als Starbuck zurückgekommen ist auf den Planeten. Plötzlich war der einfach da, das war schon immer sehr komisch. Und jetzt hat man halt gesehen, dass der eigentlich schon die ganze Zeit dabei gewesen sein soll. Also es war früher natürlich egal, aber jetzt hat man das so dazu gedichtet. Und auf der Galactica ist es ja ganz ähnlich, da war der wahrscheinlich auch in der gleichen Folge zum ersten Mal da. Nämlich als der Priester an Bord. Und auch da hat man jetzt dem so eine Hintergrundgeschichte noch gegeben. Das finde ich total gut, ehrlich gesagt. Also das macht für mich so jetzt viel mehr Sinn auch. Ich hab das gut dann vielleicht einfach hingenommen damals, dass sie irgendwie da waren, aber dass es halt diesen Priester gibt mit seiner eigenen kleinen Kapelle an Bord der Galactica und so, das ist schade, dass sie das jetzt, das ist quasi in dem Film nach der Serie erst so reingebracht wurde. In die übrigens niemand geht, außer Zylon. Das wollte ich jetzt ansprechen. Ja, ein Junge. Ja, das stimmt. Ja. Bei Kevin könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er einfach immer gerade eine Ausrede parat hat, warum er jetzt gerade nicht da rein kann, weil er keine Zeit hat oder er ist schon auf dem Weg zu einer ganz wichtigen Beichte oder. Das Bügeleisen ist noch an. Ja, genau. Was ich jetzt lustig fand, wenn die sich gerade treffen und auf einmal macht jemand so die Luke auf und da kommt da so eine Frau. Ach, bin ich hier richtig? Ja, kommen Sie rein, wir beten gerade. Ja, Schauen Sie sich nur alle an, warten. Aber ich fand die Geschichte mit diesem Jungen fand ich eigentlich auch ganz nett. Also es war ein bisschen, es war jetzt nicht besonders subtil, aber ich fand da auch wieder dieses Thema mit
Kinder ohne Eltern und wie Cavill sich da so dran abgearbeitet hat, fand ich ganz nett umgesetzt. Es soll, also meint's ja nicht ganz subtil, es soll verdeutlichen, dass er selbst bei sowas Unschuldigen wie einem Kind ohne Eltern, was zu ihm irgendwie Vertrauen fasst, damit nichts anfängt. Ach so, nein, ich habe das bezogen auf das Verhältnis von Zylonen und Menschen mit Eltern und Kindern. Ach so, okay. Weil dieser Junge, der fasst ja irgendwie Vertrauen zu Cavill und bringt ihm ja einen Apfel nachher, wo ich denke, so ein frischer Apfel ist bestimmt was nicht gerade häufiges in der Flotte und er sticht den Jungen dann ja im Ja. Naja, das soll ja seinen Charakter widerspiegeln, weil nachdem all seine Handlanger sich ja als in Anführungsstrichen unfähig erwiesen haben, da ist er ja so gefrustet, dass er wahrscheinlich das auch einem Jungen auslässt und meint, Freunde, ne? Ich glaube, das sollte ja auch einfach nochmal zeigen, wie böse der einfach ist, oder dass er das absticht. Weil in der Natur ist es ja eigentlich so, warum sind eigentlich Babys oder Kleinkinder meistens so süß? Damit die halt zum Beispiel jetzt in der Natur nicht gefressen werden von anderen. Deswegen sind die ja meistens süß. Ja, genau, damit du, also gefressen ja schon. Natürlich. Du, nein, aber so also die werden von anderen Spezies ja schon eingeschränkt. Aber die sehen ja so süß aus, dass du selber einen Beschützungsinstinkt geweckt hast. Aber ein Löwe zum Beispiel, wenn er jetzt einen Rudel übernimmt und so, normalerweise frisst er ja die Babys und lässt sie töten, weil er will ja eigene Babys zeugen. Aber die Natur macht es halt doch so, wenn sie so süß sind, verschont das vielleicht nur so. Das ist ja bei den Menschen ja eigentlich nicht anders. Und das so, ich glaube, das hat diese Szene jetzt verdeutlichen sollen, das ist einfach ein Kind und fertig. Warum soll er Mitleid haben mit dem Kind? Er hasst ja sowieso die Menschen und er ist abgrundböse, wie Time sagt. Ja, ob das jetzt große oder kleine Menschen sind, juckt ihn ja nicht. Genau. Eben, weil er halt meint, er kann jetzt und er kann und er will zu Menschen keine Beziehung aufbauen. Und ja, genau. Total, ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, wie eine alleinerziehende Mutter, hier ist mein neuer Freund, den mit reinbringt und er kommt und verprügelt erstmal die Kinder. Zieht erstmal so ein Messer. Meine Kinder werden jetzt hier einziehen. Okay. Ja, und am Anfang war er, glaube ich, eben so ein bisschen an diesem Kind interessiert, weil er sich eben dachte, ach ja, mir geht's ja auch ganz ähnlich, nur meine Eltern sind noch nicht ganz tot, aber ich arbeite dran. Genau, aber in dem Augenblick, wo er dann erkannt hat, dann sind wir jetzt sowas wie Freunde, oder? Und Freundschaft ist was ganz Schlimmes. Und dann ersticht er ihn. Ja, da hat das Kind halt quasi, da hat das so eine Grenze überschritten. Ja. Weil bis dahin war es halt einfach nur jemand, der da war. Und in dem Moment hat es halt versucht, eine Verbindung aufzubauen. Das ist halt auch gegen seinen großen Plan. Ja. Das will er ja nicht. Genau. Er sträubt sich ja voll dagegen, gegen alles eigentlich. Ja, das sanktioniert er ja die ganze Zeit bei den anderen, wenn die anfangen, irgendwie emotionale Verbindungen zu Menschen zu finden. This makes sense. Ich fand's noch schön, dass man das Mexican Standoff nochmal gesehen hat auf Caprica. Das hieß Caprican Standoff. Ja, verdammt. Ja, die Gespräche auf Caprica nochmal ganz kurz. Da ging es ja zum einen auch darum, dass sich Anders Gedanken darüber macht in mehreren Szenen, dass er kein guter Anführer ist, weil er Leute in den Tod geschickt hat und dass das seine Freunde war und dass er denen nachtrauert. Und das kann ja Cavill auch überhaupt nicht verstehen, wie du trauerst Leuten nach, die tot sind. Das macht doch gar keinen Sinn. Und dann rastet ja Anders irgendwie so aus. Und das ist so eine Szene, glaube ich, die so ein Schlüssel Erlebnis dann für diesen Cavill ist, weil er das ja später nochmal sagt, als die beiden dann in der Luftschleuse sind. Die trauern in der Zeit, wo wir hier stehen, trauern sie ihren Toten nach, denn sie mögen die sowieso lieber als uns oder sowas. Er versucht ja auch vorher Anders zu fragen, wenn er da so mit der Decke sitzt, so, ist es nicht eigentlich an der Zeit, den Zylonen zu verzeihen, ihnen zu vergeben, weil die Menschen haben doch so viel falsch gemacht. Und das war ja der erste Moment, wo einer sagt, sag mal, tickst du noch? Wir vergessen jetzt beide, was du hier gesagt hast. Ja, es gibt auch so eine ähnliche Szene später, als er
auf die Galaktika kommt und irgendwie zu Adama sagt, ja, ja, wir wollen jetzt Frieden und so, no harm done. Ja. Was just a prank. Aber das war ja tatsächlich eine reingeschnittene Szene, oder? Die gab es ja so schon in der Serie. Ja, ja, aber der Spruch hat jetzt gerade das. Ja. Ach so, das macht er ja auch deswegen, weil er aufgefordert wurde von in dem Wald, fordert ihn doch dieses Six-Modell mit dem Mantel auf, dass sie entschieden haben, dass sie jetzt Frieden machen wollen. Und dann sagt er ja noch, ich kann das denen überbringen. Und dann denkt man sich ja eigentlich, ja, ja klar, das wird er auch machen, aber er richtet sich ja tatsächlich nach der. Ja, genau, weil die Six sagt ja zu ihm, deine Baureihe hat dagegen gestimmt. Ja. Und dann sagt er ja, aber er sagt ja sowas wie, ich bin aber ja jetzt ein bisschen anders und ich habe hier auf dem Planeten eh keine Zukunft mehr. Weil sich bei ihm, genau wie bei Boomer, die Nummer 8, die ein bisschen anders tickt, anscheinend doch irgendwas geändert hat. Genau, und deswegen passt das ja auch sehr gut, dass er dann hinterher auf der Galaktika dann wieder sagt, wir wollen Frieden, no harm done, diese Szene. Ja, und ja, das zeigt halt auch, dass sein Lernprozess noch nicht ganz abgeschlossen ist. Er will jetzt das fängt Richtige, das weiß aber nicht, was man sagt. Ja. Was ist denn mit dem Simon passiert vom Widerstandslager? Der wurde auch getötet. Das wird gesagt, als Starbuck flieht aus dem Sanatorium, da sehen sie ja den Doktor und erschießen ihn und dann rufen sie noch irgendwas so im Off. Er ist auch einer von denen. Lauf zurück zum Lager und kill Genau, er schickt ja dann seine Leute. Ah, an, genau. Okay, das ist untergegangen bei mir dann. Das hat man auch kaum erkennen können, weil man es halt nicht gezeigt kriegt. Das wird nur noch mal so rein. Ja, und man musste ihn jetzt nicht noch mal sterben sehen. Der wurde in diesem Film, glaube ich, wir haben einmal sterben sehen. Auf viele unterschiedliche Arten und Weisen. Aber ich will. Man hat auch sehr viele Leute geluftschleust sehen in diesem Film. Also alles Zylonen natürlich, aber doch einige. Eigentlich nur drei, oder? Nee, Doktor und die beiden. Also ja, okay, die Six hat man nicht gesehen, aber dann ja Simon, Leoben und die beiden Cavils. Stimmt, alles Zylon, ja. Haben wir schon über Leoben geredet? Nein. Also weil von dem hat man ja auch so ein paar Szenen gesehen, die Bezug nehmen auf seine Obsession mit Starbuck und auch so ein bisschen zumindest, auch wenn es alles sehr mystisch ist, Hintergrund geben für seine, wir spielen Familie-Geschichte mit ihr. Aber das fand ich tatsächlich ein bisschen schwach. Das hat er alles irgendwie aus diesem Funk, seine Theorien hat er aus diesem Abhören vom Funk. Ja, für mich sah das nachher so aus, weil er muss sich ja, weil die Menschen wissen, dass sein Modell Zylon ist, versteckt er sich ja in so einer kleinen Kammer. Und ich habe irgendwann gedacht, vielleicht hat er einfach einen Lagerkoller und hört die ganze Zeit Kara Trace zu und dichtet da irgendwas rein. So ein bisschen sein kleines Fängt dann an so übernatürliches. Ja, so ein bisschen. Es gibt ja auch so eine Unterhaltung zwischen ihm und Cavill, wo er so sagt, ja, aber die ist so, ich weiß nicht mehr, was er sagt. Irgendwas übernatürliches. Irgendwas gelernt in ganz kurzer Zeit, was nicht möglich ist. Ja, und irgendwie diesen Jäger zu fliegen, wichtig mit dem für Gottes Plan. Und diesen Zylonjäger zu fliegen. Und das hat das alles so ein bisschen entmystifiziert. Er mag doch da auch dieses Symbol schon. Ja. Mhm. Ja, er hatte doch noch Visionen von der Zukunft, oder? Ja. Weil das war ja erst danach mit Neu-Caprica. Genau, jetzt wissen wir nicht auch, warum wir immer so davon gesprochen hat. So, dass er Visionen hat. Ja, beziehungsweise wir wissen es halt nicht so richtig, finde ich. Also das stimmt schon, was Tim sagt. Aber er fand ich nicht besonders stark umgesetzt. Man hat ihn halt zwei, dreimal gesehen. Genau. Das ist wirklich sehr schwach rübergebracht worden, ja. Aber warum er jetzt dieses komische Symbol da hat? Ja, aber das fand ich dann jetzt halt noch nicht ganz aufgeklärt, weil er malt das und Kara meint ja später, sie hat das schon in ihrer Kindheit immer gemalt. Ob da wirklich irgendeine Art übersinnliche Verknüpfung ist oder er hat sie irgendwann einfach ins Gehirn eingeredet, so ja, das hast du als Kind schon immer gemalt. Diese ganzen Bilder, die man sieht, als er sie an die Wand drückt in dem Gefängnis, die hat man damals aber nicht gesehen, oder? Da waren ja auch Szenen bei, die noch viel neuer sind. Das weiß ich nicht mehr. Aber das fand ich ein bisschen anstrengend an der Regiearbeit, dass der ständig in Szenen irgendwelche
Allein schon am Anfang. Ich weiß nicht, wie oft er bei den Final Five den Gegenschnitt gemacht hat dazu, wie sie in ihren Milchtanks da liegen. Und das hat er den ganzen Film immer gemacht. Mir gar nicht aufgefallen. Da hast du mir weggeschaut, kurz. Oder das habe ich weggeblendet. Aufs Handy geguckt. Ich hatte kein Handy. Oh nein, er hat kein Handy. Ein Tablet. Nee, das nehme ich beim Fernsehgucken nicht mit. Dann gucke ich da auch nicht drauf. Das ist schlau. Die ganze Zeit auf dem Laptop rumgespielt. Die Diana. Kam sie nicht auch schon in der ersten Staffel vor? Bears. Ja. Ja. Ich finde schade, dass man die wieder nicht gezeigt hat. Die hat wirklich nie Zeit, diese Frau. Sie ist ja auch Lucy Lawless. War die gar ja, nicht sie muss sehen? Immer rumfliegen. Immer rumfliegen. Nein, doch, die war einmal zu sehen. War die bei dem Treffen dabei? In der Kapelle? Ach, wo? Irgendwann halt, als da mehrere Zylonen zusammen waren, ist sie auch mal. Hat sie vielleicht beim Angriff am Anfang, ich weiß es nicht mehr. Man hat sie mal. Die war so intensiv dabei wie Apollo. Ja, von der hatten wir auch das tatsächlich nur ein Exemplar, ne? Wir kennen ja wirklich nur diese eine Nummer drei. Ja. Ach so, nein, oh ja, auf Neu Caprica, oder? In der Stadt dann. Gab's ja, da gab es dann mehr, ja. Das stimmt, ja. Genau. In diesem Sanatorium. Die getötet wurde. Ach so, genau, in Neu Caprica. In der Flotte selber gab es nur eine. Ja. Okay, gut, dann ergibt es eh sie, dass man sie nicht gezeigt hat, wenn eh nur sie da war als Reporterin. Aber war das eine von den beiden Modellen, die in dieser Kapelle nicht aufgetaucht sind? Das andere war ja der Doktor. War sie dann das andere? Ja, ja. Sie war da nicht dabei. Ja. Genau. Dreier und Vierer waren nicht dabei. Drei ist sie, gell? Ja. Okay. Dann können wir noch das Ende besprechen, oder? Eigentlich haben wir das am Anfang schon so ein bisschen gesagt. Denn das Ende schließt die Klammer zum Anfang. Es fängt ja an, dass beide in der Luftschleuse stehen und am Ende sieht man halt nochmal, wie es dahin geht. Nämlich genau. Durch den Gang. Nämlich Shame. Über die Szenen, die wir schon kennen. Nämlich, dass die beiden Priester aufeinandertreffen. Diese tolle Szene mit ich bin kein Zylon, ich bin kein Okay, eine der gut. Besten Szenen der ganzen Serie. Ja. Wieder mal toll zu sehen. Und dann streiten sie sich nämlich noch in der Luftschleuse. Der eine, der halt davon überzeugt ist, dass sie Unrecht haben, dass sie das, was sie getan haben. Und der andere, der böse Kevil, der Haupt-Kevil, der immer noch überzeugt davon ist, dass alles, was er tut, richtig ist. Und der dann auch irgendwann sagt, so wie wir zurück sind, werde ich dich boxen. Also in die Box stecken. Das ist seine Antwort auf alles. Ja, ohne Quatsch. Ja. Auf die Nase. Oh, Box. Und dann nehmen sie sich an den Händen und das war doch fliegen davon. Ja, fliegen davon. Das war ja eh so lustig. Vielleicht sterben wir ja schon vorher, bevor wir draußen sind. Ich hasse dich. Und der andere Kerl hat es nicht so wirklich geglaubt. Nee, das hat, ja. So eine schöne Bildsprache war, dass halt der böse Kevil oder der Galactica Kevil die Augen in Angst zukneift und der Caprica Kevil steht da mit geöffneten Augen und schaut einfach und sagt einfach, the anticipation is really getting unpleasant. Also die Erwartung des Todes ist jetzt nicht so geil. Und der Battista oder der Galactica Kevil ist aber wirklich sehr, ja, der hat richtig, dem geht richtig die Flöte. Ist das denn vor oder nachdem der auf dem Planeten so langsam gestorben ist? Davor, oder? Das davor, ja. Ja, das dann davor. Neu Caprica kommt ja erst dann. Das geht bis kurz vor Neu Caprica, diese ganze Episodenspanne hier. Weil kurz davor kommen die ja von Alt Caprica zurück mit Starbuck. Mit dem Pfeil des Apollo. Ah, stimmt, ja, klar. Ah, nee, das war ja Kobold. Vergess, was ich gesagt habe. War falsch. Ich schneide das alles raus. Fang nur von vorne an. Das war der Pfeil des Apollo, war ja Kobold. Unsinn. Und dann schweben sie in das All und dann hört man nochmal diese Rede aus der letzten Episode. Ja, das fand ich einen tollen Shot. Also, weil du eben gerade da dann siehst, so diese mal wieder so ein
so ein super buntes Weltall und dazu eben diese Tirade von ihm. Das fand ich einen richtig tollen Shot. Und du hast das ja schon beim letzten Mal gesagt, Phil, diesmal musste ich da auch explizit dran denken, dass das wie bei Blade Runner war, genau mit den ich habe die Monde des Jupiter gesehen, nur hier halt mit diesem, ich will die Supernova mit meinen Augen, nicht mit diesen Klubschaugen sehen und mit diesen Gelee-Kugeln sehen und sowas. Ich will die Materie riechen. Und ja. Ich konnte mal ein bisschen das Weltall riechen. Für ein paar Sekunden. Und damit endet der Film. Ja, dann kommt noch der Abspann mit dem tollen Lied. Was wir aber jetzt du musst ja nicht mehr dran denken, es genau. noch einzuspielen, weil das hast du ja schon getan. Genau. Okay. Haben wir noch was vergessen? Jan, willst du noch mal über Füchse im Meer reden? Wir haben ja einen Tweet bekommen, vor ein paar Wochen schon mal einen. Und das hat mich nicht losgelassen. Aber jetzt habe ich noch mal nachgeguckt, in welcher Folge das war und was. Das war ja eine Geschichte, die Adama Tai erzählt hat, dass er früher bei seinem Onkel war und da haben Füchse Hühner gestohlen und dann hat der Onkel mit den Hunden die Füchse gejagt und die Füchse sind bis zum Fluss gekommen, manche sind drüber geschwommen und manche haben in der Mitte einfach aufgegeben und sich zum Meer treiben lassen. Und er fühlt sich manchmal jetzt wie so ein Fuchs, der auch einfach aufgeben will und da sagt Taya, du gibst nicht auf, du machst weiter. Ja, und das ist die Analogie und ich wünschte, ich hätte es nie gelesen, sondern es bei diesem Mysterium für mich belassen. Genau. Und dazu dann auch nochmal vielen Dank an Jules Verne's Erben auf Twitter. Ja, vielen Dank. Jules, ein Podcast über Science-Fiction, Filme, Literatur, Popkultur, Science-Fiction eben. Und ja, deren erste Folge ist schon über Blade Runner, fand ich sehr cool. Das ist bisher die einzige, die ich gehört habe. Aber es liegt größtenteils an meinem Backlog, was so lang ist. Es kommen einfach viel zu viele gute Podcast-Folgen. Und die gerade jetzt. Die haben Füchse im Meer. Okay. Dann können wir auch, wenn wir schon dabei sind, gleich noch eine andere Hörerzuschrift vorlesen, die uns sehr gefreut hat. Denn wir haben auch eine Mail bekommen. Sehr geehrtes Team von Zahlensender, Impulssender. Da ich mit meiner Frau einen Rewatch-Run mit Lost mache, war ich auf der Suche nach passenden Begleitinformationen zu den einzelnen Folgen. Beim ersten Durchlauf gehört es einfach dazu, im Internet, in Foren über das Geschehen in der Folge zu reflektieren. Das kennt man von damals ja noch. Und die ganzen Anspielungen, Easter Eggs und Fantheorien zu lesen. Das gehört zu Lost, zum Filmerlebnis einfach mit dazu. Die ursprünglichen Internetseiten konnte ich nicht mehr finden. Das Problem hatten wir auch. Irgendwie bin ich dann auf euren Podcast Zahlensender gestoßen. Dieser gehört nun nach jeder angeschauten Folge Lost als Begleitpodcast mit dazu. Praktischerweise kann ich euch im Auto auf dem Weg zur Arbeit hören, beziehungsweise auf dem Weg nach Hause nach Feierabend. Das macht das Pendeln leichter. So mache ich das auch. Also nur nicht mit unseren eigenen Podcasts, das wäre ja blöd. auch höre ich euch sehr gerne bei den Folgen auf dem Impulssender zu. Eure Gespräche über die Star Wars Sequel Trilogie sind informativ und unterhaltsam. Kurz gesagt, wollt euch wissen lassen, dass ihr einen tollen Podcast abliefert und ihr so bleiben sollt, wie ihr seid. Ich bin gespannt, auch Podcasts über die Original- oder Prequel-Trilogie zu machen. Ist geplant, auch Podcasts über die Original- oder Prequel-Trilogie zu machen. Da besteht doch bestimmt auch von anderen Hörern Interesse. Anekdote, mit eurem Podcast habe ich erst Anfang der dritten Staffel Lost angefangen, weshalb euer Bewertungssystem am Ende jeder Folge für mich erstmal zu großer Verwunderung geführt hat. Irgendwann hat es dann verständlich. Das verstehe ich allerdings aber nicht, weil das Bewertungssystem müsste doch nach der dritten Staffel Lost müsste das doch total klar sein, weil doch in der zweiten Staffel der Bunker mit den Zahlen auftaucht. Das habe ich nicht verstanden, Norbert. Aber egal. Trotzdem vielen Dank. Wir haben uns sehr gefreut. Ja, danke schön. Außerdem haben wir jetzt gerade die Möglichkeit gehabt, nochmal Werbung für unsere beiden anderen Podcasts zu machen, denn ich sehe gerade über Battlestar hat er hier gar nichts geschrieben. Macht aber nichts. Trotzdem vielen Dank. Und wir haben noch den Impulssender und den Zahlensender. Also wenn ihr wollt, dann hört doch da auch mal rein. Und ich finde es ein Vorschlag, die anderen Star Wars Episoden auch zu machen. Können wir gerne tun. Jetzt, wo sie nicht mehr auf Netflix kommen.
Dann kommen wir zur Bewertung. Das ist, ey, also ich muss mich ja echt lustig an. Sag ich ja. Nicht, ich finde das einfach nur scheiße. Ja. Ich glaube, du hast doch eine Verzögerung. Also wir reden uns sehr oft ins Wort heute, habe ich das Gefühl. Ich glaube, bei dir ist irgendwie der Ping sehr hoch. So, 10 Minuten später. Was ich noch sagen wollte. Genau. Ich dachte gleich, das bei mir einfach ich mache jetzt mal die Zusammenfassung. Sieh einfach mein 10 Sekunden. Genau. Gut, ich glaube, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Das ist jetzt wieder so, dass die wichtigen Teile kommen immer nicht mehr an. Du sagst immer so Füllwörter, die kommen an. Und wenn es dann um das Subjekt geht, das ist dann weg. Oder um das Objekt. Wie wenn man mit Dalla zusammen das. Genau. Wir müssen unbedingt. All we gotta do is. La, 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 la. Oh Gott. Fangen wir an mit der Bewertung. Jan, fang doch mal an. Blutball, Jan. Halt die Klappe, Mario. So, 8 Punkte. Ich fand den Film echt gut. Der hat tolle Szenen aus der Serie mit neuen Erkenntnissen verknüpft. Und hat mir insgesamt gut gefallen, auch wenn 2 Stunden vielleicht manchmal ein bisschen zu viel sind. Also 8 Punkte. Dankeschön. Mario. Ich gebe auch 8 Punkte. Ich fand den Film eigentlich ziemlich cool. Kevin war natürlich grandios. Also wirklich, Kevin ist wirklich ein toller Charakter. Seine Sprüche allein schon, jedes Mal musste ich lachen. Ich musste sogar ein paar Mal zurückspulen, wenn er die andere einfach fertig gemacht oder gemobbt hat. cooler Film. Manchmal, das mit CGI und so, das ist mir nicht vollkommen egal, war einfach grottenschlecht, aber trotzdem war es sehr schön, dass man das eingebaut hat, dass man sehen konnte. Die haben sich wirklich Mühe gegeben, hat man gesehen. Ich finde nur eins schade, dass eigentlich der Plan wirklich nur bis zur, sag ich mal, erste Hälfte, zweite Staffel spielt. Das war mir zu wenig leider, weil ich denke, man hätte viel mehr rausholen können. Das war halt schön, man hat einiges erklären können, super, aber da ist noch sehr viel Luft nach oben. Das gebe ich, 8 Punkte sind eh super eigentlich. Aber ich hätte es mir gewünscht. Alles klar, was sagt da der Ben dazu? Also ich habe ein bisschen geschwankt zwischen 7 und 8 Punkten, aber nach dem, was jetzt die beiden anderen gesagt haben, gebe ich, glaube ich, auch 8 Punkte. Ich mag den Film auch, ich habe ihn tatsächlich, aber noch nicht so oft gesehen. Ich habe mir die Serie jetzt wirklich schon ein paar Mal geguckt, aber mit den Filmen habe ich immer so ein bisschen hinterhergehangen, weil ich mich meistens wirklich nur auf die einzelnen Folgen beschränkt habe. Aber den jetzt nochmal zu gucken, das war interessant. Waren auch einige Szenen drin, an die ich mich tatsächlich gar nicht mehr erinnern konnte. Aber ich mag es einfach, dass sie so diese Schlüsselszenen genommen haben und drumherum dann eben mehr Hintergrundinformationen geschaffen haben. Von daher 8 Punkte. Alles klar, wir sind uns bis jetzt sehr einig. Was sagt denn da Phil? Ja, dann schließe ich mich an. Gut. Tim? Ich kann eigentlich diesmal sagen, ja, das, was Mario gesagt hat, kann ich alles so unterschreiben. Also die Darstellung und die Erzählweise über Cavill fand ich einfach richtig gut. Das Universum bei 3, 4, 5 Gelegenheiten ein bisschen aufzuziehen, fand ich auch gut umgesetzt. Nicht alles war super, wie wir zwischendurch gesagt hatten. Zum Beispiel die Lioben-Szenen, ja, naja. Aber im Großen und Ganzen, ja. Ich kannte den Film auch noch nicht, muss ich dazu sagen. Also ich habe den jetzt das erste Mal gesehen. Und ich finde einfach die Idee schön, so diese andere Perspektive einfach mal zu zeigen, wie die Geschichte bis dahin aus, im Wesentlichen aus Cavills, aber allgemein aus der Zylonensicht, wie sich das alles dargestellt hat. Ja, fand ich schön. Also wenn es sowas für die nächsten 2 Staffeln auch noch gegeben hätte, hätte ich damit auch kein Problem gehabt. Okay, dann der Letzte. Ich habe ja auch sowas wie die Zusammenfassung gemacht, deswegen bin ich jetzt der Letzte. Ich hätte genau das Gleiche gesagt wie der Jan am Anfang.
Also ich kann das alles unterstreichen. Erstens fand ich sehr gut, dass diese Perspektiven da reingebracht wurden. Also das Gleiche nochmal zeigen aus Sicht der anderen Perspektive. Das hat mir auch schon bei Lost immer sehr gut gefallen. Da gibt's ja auch so mehrere Folgen, wo man dann plötzlich das Gleiche nochmal aus Sicht der anderen sieht. Wo man etwas, was jetzt zum Beispiel in einer Folge aus dem Inneren der Hütte, wo jemand an die Tür klopft, gesehen hat, dann in der nächsten Folge von außen sieht, wo jemand an die Tür klopft. Oder sowas. Das gefällt mir immer sehr gut, weil das, aber auch nur, wenn es gut gemacht ist. Und ich fand, das war hier extrem gut gemacht. Das hat sich hier extrem gut ineinander gefügt. Und das Drehbuch, was da geschrieben wurde, da hat man an diese ganzen Sachen gedacht, die da passiert sind. Bis auf, dass wir fast diesen Fauxpas aufgedeckt hätten, den Mario gesagt hat. Aber wir sind ja dann drumherum gekommen. Also ich finde, da hat man echt gut aufgepasst, dass das alles zusammenpasst und wie das zusammenpasst. Kevil finde ich eh auch immer gut. Und das, was auch Jan schon gesagt hat, es hatte ein paar Längen irgendwann. Und das ging mir auch so. Ich würde dem sogar mehr als 8 Punkte geben, weil ich gerade auch noch mal geguckt habe, dass ich Razor 8 gegeben habe. Und ich finde den hier wesentlich besser als Razor. Ich habe ihn auch zum ersten Mal jetzt gesehen, den Film. Aber er hat mir besser gefallen als Razor. Aber ich gebe ihm trotzdem nur 8 Punkte. weil da doch diese Längen drin waren. Und ich hab mir vorher vorgenommen, dass ich ihm 8 Punkte gebe. Und da hatte ich halt nicht gesehen, dass ich Razor auch 8 gegeben habe. Außerdem gibt das einen schönen Schnitt. Mir hat der jetzt auch besser gefallen als Razor. Der hat 7,1 Sterne auf IMDb, The Plan. Und Razor? Ist lang 7,6. Okay, sogar mehr. Interessant. Ja. Der wurde ja auch mehr gebannt. Vielleicht deswegen. Dafür gab es hier mehr Special Effects. Ich habe vergessen, eins zu erwähnen jetzt. Das habe ich mir notiert. Ich habe es reingeschaut aufs Handy. Ich habe es jetzt damals. Hast du in deine Notizen geguckt? Nice. Ja, Phil, mir ist bewusst, was ich gesagt habe. Es ist zu spät, ja. Caprica wurde immer so leicht gelblich dargestellt. Das war doch schon in der Serie so. Aber jetzt gab es einige Szenen auf Caprica, wo es normal war. Echt? Aber ich habe hier auch noch gedacht, es wurde gelb dargestellt. Manche Szenen ja, aber andere wiederum nicht. Das war ein normales, klares Bild. Ah, okay. Nein, tagsüber. Weil nachts wurde es ja immer so extrem blau dargestellt. Ja, nein, ich habe nochmal dann geschaut dann und die haben das anscheinend dann vergessen, das zu färben. Das heißt, sie haben die neuen vielleicht nicht so gelb dargestellt, aber die reingeschnittenen schon oder so. Ich glaube, die sind draufgekommen, dass ein Gelbfilter auf der Kameralinse war und jetzt, gehen wir mal runter. Ja, da kann man schon drauf kommen. Ich glaube, das sollte nicht oben sein. Ist diese Folie normal, die gelbe? Okay. Ja, dann kommen wir zu den letzten Worten. Der Plan ist. Na, das gilt nicht. Das hattest du beim letzten Mal, haben wir schon den Gurgler. Ja, das sagst du jedes Mal. Aber nicht mit. Ach so, der Plan ist. Jetzt verstehen wir, weil das Wichtige wieder fehlt. Okay, lassen wir Geld. Ja. Okay. Bitte. Für die Erklärung. Cable Alone. Ja, hatten wir auch schon Cable Alone zu Hause. Komm, mach heute. Phil. Nee. Ben. Ich weiß nicht mehr. Das Zitat von den beiden Cavils. I don't like you. I understand that. Einmal mit Profis. Scheiß Plan. Wow. Nee, ich mach was anderes. Ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. Verstehe ich nicht. Und damit sage ich auf Wiedersehen, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Ciao. Ciao. Tschüss. Arrivederci. Ist das noch eine? Ich weiß es nicht. Kann das nicht? Eine Taube. Guru, guru, guru.